Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Ich bin ein bisschen in Verzug mit allen Sachen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Es ist gerade Prüfungsphase und ich bin einfach froh, dass ich überhaupt ein Video drehen kann. Der Lesemonat kommt ein bisschen später. Jetzt erstmal die Rezension, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, und fangen wir direkt an. Und zwar bekam ich vom Metzler Verlag kostenlos dieses Buch zur Verfügung gestellt, und zwar ist es Nietzsche und die Lyrik, ein Kompendium. Und ein Kompendium deshalb, weil hier wahnsinnig viele Autoren versammelt sind, die jeweils ein Thema aufgreifen und das halt in ihrem Kapitel bearbeiten. Herausgegeben ist das Ganze von Christian Benne und Klaus Zittel. Und es ist eine wahnsinnig schöne Ausgabe. Ich möchte sie euch wirklich in allen Einzelheiten auch zeigen. Und ich sage euch gleich auch, warum. Also einmal hier seht ihr das Profil Nietzsches. Und es ist so ein bisschen griechisch angelehnt, finde ich. Hinten eine ganz kurze Beschreibung, das Metzler-Logo. Das Inhaltsverzeichnis umfasst 3 Seiten, also es ist wirklich ausführlich, und es beginnt mit einer Einleitung, die das Ziel dieses Buches ziemlich gut auf den Punkt bringt. Ich finde, schon im ersten Absatz wirklich gut auf den Punkt bringt. Dann folgen Einzelgedichte bis 1877, also Nietzsche hat bis 1889 war er geistig aktiv und hat geschrieben. 1889 war dann sein Zusammenbruch und 1900 ist er gestorben. Dann folgen die Idyllen aus Messina, die Lieder des Prinzen Vogelfrei und andere. Und es zieht sich dann fort durch den Zarathustra, die Dionysus-Dithyramben, ist mal so ein Zungenbrecher. Und dann, und das fand ich besonders gut, folgt ein Abschnitt Einflüsse und Lektüren. Dann kommt noch ein Anhang, Autorinnen und Autoren werden vorgestellt, ein Personenregister und ein Werkregister. Erschienen ist das Ganze am, 4.12.2017, also noch ganz neu. Es kostet neu 89,99. Das ist ein stolzer Preis, das ist mir bewusst, und es ist auch ein sehr spezielles Buch, das nicht jeden anspricht. Das ist kein Roman, den man so wegliest, es ist Fachlektüre, so würde ich es einordnen. Man muss sich einfach schon mit Nietzsche auseinandergesetzt haben, man muss einen Begriff von seiner Lyrik haben, weil hier geht es ausschließlich um seine Lyrik. Und wer das nicht hat oder wen das nicht interessiert, für den ist dieses Buch einfach nichts. Das muss man sich bewusst machen. Und der Preis rechtfertigt sich, wenn man aber diesen Bezug hat, weil man wirklich fachlich unglaublich viele und tolle Anregungen bekommt, weil es interessant aufgemacht ist, weil wahnsinnig viele Informationen da drin stehen, weil Gedichte sehr genau, sehr präzise analysiert werden. Und wenn man da nicht ein bisschen verbrennt, dann würde ich eher dazu abraten, so ein teures Buch sich anzuschaffen. Brennt man aber dafür, darf es eigentlich nicht fehlen. Ist also ein bisschen ambivalent. Ich werde natürlich nicht alle oder wahrscheinlich sogar die wenigsten Zuschauer mit diesem Video dadurch erreichen oder dazu bringen, sich dieses Buch zuzulegen, das ist mir wohl bewusst, aber für mich ist es ein Herzensbuch geworden und deswegen möchte ich es unbedingt im Detail vorstellen. Wir finden hier zu Beginn eine Auflistung der benutzten Siegeln. Da ist mir aufgefallen, dass es für ein Buch 2 Siegeln gibt, ansonsten ist es stimmig. Das war so ein kleiner Irritationspunkt, da kann aber die Herausgeberschaft nichts für, da können die Autoren nichts für, das wird wahrscheinlich irgendwann mal jemand sich überlegt haben. Und vielleicht konnte man sich nicht einigen, oder um Irritationen vorzubeugen, wurden beide Siegeln genannt. Das kann natürlich auch sein. Ansonsten habe ich fast gar nichts an diesem Buch zu meckern, aber zum Inhalt komme ich gleich. Dieses Buch hat unfassbar ausführliche Fußnoten. Ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. Und wer mich schon länger verfolgt, also meine Videos schon länger schaut, der weiß, wie sehr ich Fußnoten liebe. Ich schätze das wirklich unglaublich, weil das für mich die reinsten Schatzkammern sind. Es sind einfach Fundgruben, wo ich Literaturhinweise bekomme oder Zusatzinformationen. Die Fußnoten haben hier einen Umfang mindestens immer von so viel. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber sie fangen hier an. Oder es gibt auch Seiten, wo es dann nochmal mehr ist. Also das hier sind die Fußnoten. Das stört für mich den Textfluss überhaupt nicht. Ich kann, wenn ich möchte, das überlesen und einfach weitermachen im Text. Oder ich stoppe an der Stelle und lese mir die Fußnoten durch. Das ist halt meine Vorgehensweise. Ich möchte die nicht missen. Da stehen super tolle und interessante Informationen drin. Und am Ende jedes Kapitels hier habt ihr dann so eine, nochmal eine gesonderte Literaturauflistung.
fängt dann hier an. Ich glaube, die geht hier sogar noch weiter. Ja. Genau. Dann habe ich durch das Buch erfahren, ich weiß gar nicht, ob es in den Fußnoten stand oder gleich zu Beginn, ich habe es auf jeden Fall ziemlich zu Beginn aufgeschrieben, dass Nietzsches Nachlass ungefähr 700 Gedichte umfasst. Also das finde ich Wahnsinn, das hätte ich nie gedacht. Ich wusste, er hat auch Dichtung verfasst. Ich habe es heute irgendwie mit der Sprache. Aber mir war nicht bewusst, dass es in so einem großen Umfang ist. Also 700 Gedichte ist Wahnsinn. Und ein Großteil dieser Gedichte liegt immer noch in den Nietzsche-Archiven und ist noch nicht mal editiert. Das finde ich so spannend. Ich meine, ich studiere Deutsch und werde den Master in Neuere Deutsche Literaturwissenschaft anstreben. Und für mich ist es einfach super interessant, weil vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal, dass man in einem Forschungsprojekt oder sonst was sich an diese Thematik heranwagt. Mag jetzt ein Luftschloss sein, aber irgendwie fand ich diesen Gedanken super schön und auch spannend, also wie wenig davon noch erschlossen ist. Das mag zum einen an der Komplexität der Inhalte liegen, also bei Nietzsche ist halt auch einfach nichts eindeutig, man muss alles ausdeuten, interpretieren, man muss Intertextualitäten berücksichtigen, Verweise nachschauen, also das ist schon nicht ohne irgendwie so Nietzsches Texte. Und mit der Lyrik wird es wahrscheinlich nicht leichter sein, ich bin auch nicht so bewandert in Lyrik, dass ich das einschätzen könnte, aber es ist so eine Vermutung von mir, dass es wahrscheinlich mit daran liegt. Als ich gesehen habe, dass dieser Band erschienen ist, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich glaube, in dem Versuch einer Selbstkritik steht es, glaube ich. Ich war gerade überlegen, oder in Wir Philologen nicht. Ich glaube, es steht in dem Versuch einer Selbstkritik von Nietzsche, das ist ein Text, den er geschrieben hat, wo er über den Zarathustra schreibt, sie hätte singen sollen, diese Seele. Irgendwie so ist jetzt paraphrasiert. Ich weiß das Zitat nicht mehr genau. Und dass er oft auch angedeutet hat, also ich lese auch viel Briefwechsel, dass einfach vieles, was er geschrieben hat, in Versform besser gewesen wäre oder als Gesang, als Dichtung sinnvoller gewesen wäre. Und deswegen fand ich gerade dieses Erscheinen dieses Buches so passend, weil ich glaube, das wäre in seinem Sinne gewesen. Vielleicht hätte er was auszusetzen gehabt, vielleicht hätte er es anders gemacht, das weiß ich alles nicht. Aber generell, dass man nochmal den Fokus auf den lyrischen Aspekt seiner Texte oder auf die lyrischen Texte von ihm legt, das, glaube ich, hätte ihm gefallen. Das kann ich mir einfach so vorstellen, weil er selber ja auch in diese Richtung gedacht hat später. Einen ganz kleinen Kritikpunkt gibt es dann doch noch. Und zwar gibt es hier ein Gedicht von Baudelaire, das abgedruckt ist und es wird leider nicht übersetzt und ich kann kein Französisch. Ich hatte es zwar 4 Jahre in der Schule, aber es ist so lange her, es ist nichts hängen geblieben, sodass ich es hätte online recherchieren müssen. Da hatte ich, als ich das las, nicht die Muße zu. Und jetzt bin ich halt dahingehend, ist das mein blinder Fleck in diesem Buch, weil ich einfach nicht weiß, was es bedeutet. Es wurde nirgends übersetzt. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Und das war's an Kritik. Mehr habe ich nicht. Es ist das mit der Siegle, wo wahrscheinlich die Herausgeberschaft nichts für kann. Und es ist das nicht übersetzte Gedicht. Ansonsten ist dieses Buch perfekt gewesen. Für mich. Ist ja alles subjektiv hier. Das Vorgehen des Buches ist überwiegend so strukturiert, dass es ein bestimmtes Gedicht gibt, um das es geht in dem jeweiligen Kapitel. Und dieses Gedicht wird dann Strophe für Strophe abgedruckt oder halt die wichtigsten Strophen, wenn es zu lang ist, dann halt nicht alle. Und dann wird in die Interpretation gegangen. Das finde ich wirklich gut aufgebaut. Und ich möchte euch eins der Gedichte, die hier abgedruckt sind, und ich meine, es ist vollständig, es ist auch nur ganz kurz, euch einfach vorlesen, damit ihr einfach mal gehört habt, was Lyrik von Nietzsche verfasst bedeutet oder wie sie klingt. Und zwar ist das aus dem ersten Dionysos Dithyrambus. Dithyrambus, das sind dionysische Gesänge, meine ich, das noch richtig erinnern. Genau. Ich lese es mal vor. Der Wahrheit Freier, du? So höhnten sie. Nein, nur ein Dichter. Ein Tier, ein listiges, raubendes, schleichendes, das lügen muss. Das wissentlich, willentlich lügen muss, nach Beute lüstern, bunt verlarvt, sich selbst zur Larve, sich selbst zur Beute, das Wahrheit freier? Nur nah, nur dichter, nur buntes redend, aus Narrenlarven bunt herausredend, herumsteigend auf lügnerischen Wortbrücken, auf Lügenregenbogen, zwischen falschen Himmeln, herumschweifend, herumschleichend, nur nah, nur dichter. Und ich mache so lange Pausen, weil bei Nietzsche
ganz charakteristisch ist, dass es wahnsinnig viele Gedankenstriche einfach gibt. Und wenn man die mitspricht, muss man halt eine entsprechende Pause machen. Also das geht hier noch. Es gibt Texte von Nietzsche, da reihen sich 5 Gedankenstriche aneinander und sowas. Also ich finde das eindrucksvoll. Ich finde, es passt halt irgendwie auch zu ihm. Dieses Gedicht gefällt mir sehr. Es gibt hier eins drin, das gefällt mir noch viel mehr. Das ist leider nicht komplett abgedruckt, glaube ich zumindest. Ich gucke gleich nochmal. Und es ist auch sehr, sehr lang, weswegen es, ich werde es euch dann wahrscheinlich nicht komplett vorlesen. Aber ich werde euch gleich sagen, wie es heißt. Ich muss nochmal nachschauen. Ich habe es nicht ganz im Kopf. An die Melancholie. Ist eigentlich gar nicht so schwer, aber es heißt An die Melancholie. Ist wahnsinnig schön. Komme ich gleich noch zu. Generell finde ich super, dass hier die Kapitel, also die Texte zu den Gedichten, immer wieder gespickt sind mit wahnsinnig interessanten Inhalten über Nietzsches Leben und sein Werk, seine Wirkung. Bei ihm kann man auch wirklich vom Werk sprechen, das ist da eigentlich nicht zu trennen, ist jetzt auch meine Meinung. Stehe ich aber auch nicht alleine mit da. Und diese Informationen fand ich halt einfach wahnsinnig interessant. Also das ist sowas, ja, das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Man weiß ja sowieso, dass man sich hier auf die Lyrik einlässt und da ist man auch irgendwie drauf vorbereitet. Und wenn da nochmal so extra Informationen kommen, dann finde ich, ist das immer wie so ein, ja, wie so ein Bonbon, das man irgendwie noch dazu kriegt. Ich zeige euch mal ein Beispiel von dem, was ich gerade gesagt habe, wie das hier behandelt wird. Und zwar finde ich, ist das hier ganz gut zu sehen. Es steht hier immer ein Teil des Gedichtes, um das es gerade geht. Dann kommt die Interpretation, dann kommt oder die Analyse, dann kommt der nächste Teil des Gedichtes. Und dann geht es wieder mit Analyse und Interpretation weiter. Und so gliedert sich das. Und ich finde es super. Also teilweise hätte ich mir gewünscht, ich hätte die Gedichte im Ganzen und hätte sie so daneben legen können und das dann da lesen können. Das ist was, das kann ich mir natürlich ermöglichen. Ich müsste mir jetzt die Studienausgabe besorgen, die ich noch nicht habe, weil sie wahnsinnig teuer ist, von Nietzsches Werken. Und dann müsste ich sie aufschlagen, daneben legen und dann ginge das. Ich habe sie nur leider nicht. Deswegen ging das nicht. Das wäre von dem Buch auch ein bisschen zu viel verlangt, weil wenn alle Gedichte zur Gänze abgedruckt worden wären, dann wäre dieses Buch bestimmt doppelt so dick geworden. Genau. Also am Anfang habe ich gedacht, na, ob das ein Kritikpunkt ist, aber als ich dann gesehen habe, welche Fülle von Gedichten es hier ist, habe ich eingesehen, dass das utopisch ist. Was ich noch wirklich schön finde, ich zeige euch das mal eben, sind Originalabbildungen von Textstellen aus Manuskripten zum Beispiel von Nietzsche, also seine Handschrift. Und das fand ich wirklich super. Also es macht einfach Spaß, sich das anzusehen, wie er geschrieben hat, wie die Schrift damals war. Es war ja noch ganz andere Orthographie. Und wie sich das Schriftbild gestaltet. Also für mich war das einfach super spannend und da sind viele, viele Seiten hier gewesen, also 5, 6, 8 Seiten, wo das drauf war. Ich guck mal, es war glaube ich auch eine, genau hier. Hier sieht man auch Korrekturen seinerseits oder Anstreichungen. Dann habe ich euch das ja eben erzählt mit den Gedankenstrichen, die so typisch sind für Nietzsche. Und in einem der Kapitel, nämlich in dem von, ich habe es mir aufgeschrieben, Martin Endres, wird darauf Bezug genommen. Also da wird das erklärt, die Bedeutung von diesen Gedankenstrichen und die Diversität, die er hat, also die verschiedene Bedeutung für die verschiedenen Formen dieser Gedankenstriche. Das mag jetzt für den einen oder anderen trivial klingen, wenn man sich aber mit der deutschen Sprache viel auseinandersetzt oder generell sprachbegeistert ist, dann ist das spannend. Haltet mich verrückt, aber ich finde sowas total spannend. Und ein Mensch, der in seinen Texten, die er verfasst, wo einfach nichts zufällig ist, also gar nichts, kein Punkt, kein Komma, nichts ist da zufällig, alles hat eine Bedeutung, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und fortgeführt hat das Thomas Mann zum Beispiel, bei dem ist das ähnlich. Und vorgemacht hat es quasi, oder in Teilen, da weiß ich es nicht komplett, weil ich da nicht so versiert bin, aber ich weiß, dass es teilweise so ist, Goethe. Wobei ich es bei Goethe irgendwie nicht so spannend finde, weil ich keine Affinität zu Goethe habe, aber bei Nietzsche finde ich es irre spannend und bei Thomas Mann auch. Wer mal, das habe ich neulich gelesen, wo das auch so toll drin war. Ach, das kommt in meinem Lesemonat, Der Tod in Venedig. Da konnte man das auch wunderbar drin sehen. Eine weitere Analogie, die hier aufgemacht wird, ist die zu Dürers Kupferstich Melancholia. Der ist jetzt hier leider nicht drin abgebildet, den habe ich aber in der Uni behandelt, deswegen hatte ich den ziemlich gut vor Augen. Der ist wahnsinnig schön. Also wenn ihr das googelt, Melancholia von Dürer, dann seht ihr sofort dieses Bild und es ist so eindringlich und ja, so detailgenau, man kann da so viel drin entdecken. Und da wird auch nochmal Bezug drauf genommen im Zusammenhang mit diesem Gedicht An die Melancholie von Nietzsche.
dem sind hier, glaube ich, sogar 2 oder 3 Kapitel gewidmet. Das fand ich wahnsinnig toll, weil es mich ja auch so begeistert hat. Wenn das nun gerade eins der Gedichte ist, was jemand anderen überhaupt nicht packt, weiß ich nicht, ob die Person das dann stört, dass hier 3 Kapitel darüber sind. Aber es steht immer drüber, worum dieses Kapitel geht. Und dann kann man ja zur Not es überspringen, wenn man es irgendwie so gar nicht haben kann. Ich habe hier jedes Kapitel geliebt und auch gelesen, auch wenn ich die Gedichte teilweise nicht kannte. Ich kenne nicht alle Gedichte von Nietzsche. Habe ich es trotzdem gelesen, weil ich einfach die Informationen so spannend fand, die Analyse so spannend fand und auch die Intertextualitäten so spannend fand. Was für mich persönlich noch eine schöne Information war, was ich so auch noch gar nicht wusste, ist, dass Nietzsche und Lou Salome, ist kein Spoiler, nein, das hat ja mit der Lyrik an sich nichts zu tun, das ist eine Zusatzinformation, die hier drin war, die hatten 3 Wochen intensiven Austausch. Die waren zusammen in Thüringen und da haben sie jeden Tag 3 Wochen lang, muss ich das mal vorstellen, jeden Tag bis zu 10 Stunden zusammen verbracht und ausschließlich miteinander gesprochen. Also das ist so dicht und so intensiv und dann 2 so brillante Köpfe, das muss der Wahnsinn gewesen sein. Das muss einfach der Wahnsinn gewesen sein. Wenn ich Mäuschen spielen dürfte in irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte, den ich mir aussuchen darf, dann wäre das, diese 3 Wochen wäre dieser Zeitpunkt. Was die beiden miteinander besprochen haben, das würde ich wahnsinnig gerne wissen. Und abschließend finden sich dann die Kapitel über Einflüsse und Literatur. Also man erfährt so ein bisschen, was Nietzsche eigentlich gelesen hat. Das fand ich auch super interessant. Das werde ich euch jetzt nicht verraten. Dafür müsst ihr es lesen. Ich möchte nicht zu viel. Also ich habe schon so viel verraten. Ich möchte einfach nicht alles vorwegnehmen. Aber für mich war das super, super interessant. Mir hat dieses Buch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe mir Zeit dafür gelassen. Ich habe das genossen. Ich muss dazu sagen, die Sprache ist nicht so einfach. Das ist Fachsprache. Es wird viel vorausgesetzt, wenn es zum Beispiel um Versmaße geht oder um gewisse Texte. Da wird einfach davon ausgegangen, dass man die kennt. So. Und man muss nicht den kompletten Nietzsche dafür gelesen haben. Habe ich auch nicht. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn man etwas gelesen hat und so ein bisschen weiß, was er denn alles so geschrieben hat. Ob das jetzt eine unbedingte Voraussetzung ist, schwierig zu sagen. Also wenn ich die Zielgruppe bestimmen müsste, wäre dieses Buch für mich nichts für Nietzsche-Neulinge. Auf keinen Fall. Sondern eher für wirklich Menschen, die eine gewisse Begeisterung für Nietzsche haben. Das muss nicht seine Philosophie sein, das muss auch nicht sein Typ sein, sondern es muss sein Schreiben sein für seine unglaubliche Poesie, für seine wahnsinnig schönen Wortfindung, also er hat Sätze und Wörter, die er benutzt, die sind so atemberaubend, also ich empfinde das als ganz große Sprachkunst einfach und ich lese es deswegen so gerne. Ich bin sonst nicht so der Lyriktyp, das muss schon wirklich was sein, was mir wirklich gefällt und bei Nietzsche ist es das aber. Ich verstehe das dann nicht immer und muss wirklich Sachen mehrmals lesen oder brauche halt Analysen dazu, aber es ist trotzdem ein Genuss, es zu lesen, zu sehen, einfach auch diese Komposition von Wörtern, die dann zu tollen Versen irgendwie zusammengearbeitet werden. Ich finde, das hat was wahnsinnig Kunstvolles. Und Kunst ist ja auch ein Begriff gewesen, der für Nietzsche also unglaublich bedeutsam war. So, ich möchte euch zum Abschluss, weil es war schon jetzt relativ lang für ein Buch, das wahrscheinlich eher wenig Menschen anspricht, möchte ich euch noch einen Teil aus dem Gedicht, das mir so gut gefallen hat, vorlesen, aus An die Melancholie. Okay, ich habe das jetzt rausgesucht. Das sind Fragmente und ich lese es auch nicht komplett vor, aber ich möchte einfach, dass ihr so einen Eindruck davon mal kriegt oder dass ihr es mal gehört habt oder vielleicht möchte ich es auch einfach nochmal laut vorlesen. Verarg mir es nicht, Melancholie, dass ich die Feder dich zu preisen spitze und dass ich nicht den Kopf gebeugt zum Knie einsiedlerisch auf einem Baumstumpf sitze. So sahst du oft mich, gestern noch zumal, in heißer Sonne, Morgenlicht im Strahle. Begehrlich schrie der Geier in das Tal, er träumt vom toten Aas auf totem Pfahle. Du irrtest, wüster Vogel, ob ich gleich so murmelhaft auf meinem Klotze ruhte. Du sahst das Auge nicht, das wonnenreich noch hin und her rollt, stolz und hochgemute. Und wenn es nicht zu deinen Höhen schlich, erstorben für die fernsten Wolkenwellen, so sank es umso tiefer, um in sich des Daseins Abgrund blitzend aufzuhellen. So saß ich oft in tiefer Wüstenei, unschön gekrümmt, gleich opfernden Barbaren und deiner eingedenk Melancholei, ein Büßer, ob in jugendlichen Jahren. So sitzend freute ich mich des Geiers Flugs, des Donnerlaufs, der rollenden Lawinen. Du sprachst zu mir, unfähig Menschentrugs, wahrhaftig, doch mit schrecklich strengen Mienen. Du herbe Göttin wilder Felsnatur, du Freundin liebst es nah mir zu erscheinen,
Du zeigst mir drohend dann des Geiers Spur und der Lawine Lust, mich zu verneinen. Rings atmet zähnefletschend Mordgelüst, qualvolle Gier, sich Leben zu erzwingen, verführerisch auf starrem Felsgerüst. Sehnt sich die Blume dort nach Schmetterlingen. Dies alles bin ich, schaudernd fühl ich's nach, verführter Schmetterling, einsame Blume, der Geier und der jähe Eisesbach. Des Sturmes stöhnen alles dir zum Ruhme. Du grimme Göttin, der ich tief gebückt, den Kopf am Knie, ein schaurig Loblied ächze. Nur dir zum Ruhme, dass ich unverrückt nach Leben, Leben, Leben lechze. Verarg mir es, böse Gottheit, nicht, dass ich mit Reimen zierlich dich umflechte. Der zittert, dem du nahst, ein Schreckgesicht. Der zuckt, dem du sie reichst, die böse Rechte. Und zitternd stammle ich hier Lied auf Lied und zucke auf in rhythmischen Gestalten, die Tinte fleust, die spitze Feder sprüht. Nun, Göttin, Göttin, lass mich schalten. Ich verlinke euch die Seite, von der ich das gerade vorgelesen habe, weil ich das natürlich komplett in dem Buch nicht finde. Das habe ich ja gesagt, das ist nur in Teilen. Ich habe es jetzt doch komplett vorgelesen, weil es so schön war. Das ist, ich weiß nicht, ob es eine gute Quelle ist, gutenbergspiegel.de. Ich verlinke es euch unten, falls ihr es nochmal nachlesen wollt. Aber es ist auch schwierig, eine verlässliche Quelle im Internet zu finden. Andere Vorschläge wären jetzt vergleichbar gewesen. Da ist jetzt nichts bei, wo ich auf Anhieb sagen würde, dass das irgendwie wissenschaftlicher ist. Ich wollte auch nur, dass ihr einen Eindruck kriegt. Wenn jetzt nicht jedes Wort die perfekte Übersetzung ist, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dann holt man sich ja auch eine fundierte Ausgabe. Die habe ich nun leider gerade nicht da. Also ich hoffe, es ist jetzt nicht nachteilig, dass ich das aus dem Internet vorgelesen habe. Ich wollte einfach, dass ihr dieses Gedicht mal hört. Ich habe euch ja auch aus dem Buch vorgelesen. Da vertraue ich einfach darauf, dass diese Quelle verlässlich ist. Die ist auch, also die Quellen sind hier alle angegeben. Hier ist nichts zitiert oder aufgeführt, wo man nicht nachschauen könnte, wo es herkommt. Also, Fazit. Wahnsinnig gutes Buch. Toll strukturiert und gegliedert. Schöne Beiträge von vielen verschiedenen Menschen, die zum Großteil Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen sind, die ich leider alle nicht kenne. Ich kann euch ein paar Namen vorlesen, falls ihr da irgendwie bewanderter seid, von den Autoren und Autorinnen. Zum Beispiel Peter Willwock, Armin Thomas Müller, Martin Endres, da habe ich vorhin was vorgelesen, Adela Sophia Saban, Thorsten Voss, Jakob Dellinger, was haben wir noch? Werner Stegmeier, Klaus Zittelgut ist der Herausgeber, der hat hier aber auch was zu verfasst, Katharina Grätz, Vivetta Vivarelli, toller Name, Christoph König, Eike Brock und so weiter und so fort. Also wirklich viele, viele verschiedene Autoren und Autorinnen, die sich hier ausgetobt haben an Nietzsches Lyrik. Ein spezielles Buch und wer Dichtung mag, der kommt hier fast nicht dran vorbei. Ich hoffe, euch hat die Rezension gefallen und sie ist euch nicht zu lang geraten. Lasst es mir wie immer gerne in den Kommentaren da. Ich nehme da Rücksicht drauf. Ich versuche das euch und euren Bedarfen anzupassen. Mir hat dieses Buch sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich habe ihm 5 Sterne gegeben, es hätte anders gar nicht gehen können. Und ich freue mich, es jetzt als gelesen in mein Regal stellen zu dürfen. Und damit verbleibe ich bis zum nächsten Video. Tschüss!